Am letzten Wochenende gab es dieses 0-2 in Wolfsburg, danach eine Trainingswoche zu Hause, genau. Wie hast du die Trainingswoche gesehen, mit welchem Gefühl fahren wir nach Mainz? Ja, natürlich wissen wir alle, und ich wiederhole es nochmal, das war ein sehr schlechtes Spiel von uns, und ich bin überzeugt davon, dass wir morgen so in dieser Form nicht mehr auftreten werden. Was wir dann letzten Endes holen werden, hängt natürlich nicht nur von uns ab, sondern auch vom Gegner, aber ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir morgen ein ganz anderes Gesicht zeigen werden, und wir werden alles geben, dort auch 3 Punkte zu holen. Wo wir gerade beim Thema Kritik sind, mit Blick auf die Tabelle, die Eintracht ist Tabellenelfter, viel weiter runter wird es nicht mehr gehen, Klassenerhalt ist safe, das große Pokalfinale in 2 Wochen steht vor der Brust. Eigentlich könnte ja alles ganz prima sein, und trotzdem, zu meiner großen Verwunderung, klingt es bei manch einem medialen Berichterstatter und Begleiter dieser Mannschaft in letzter Zeit ein bisschen so, als stünde die Apokalypse kurz bevor. Wie gehen Sie persönlich mit sowas um? Ist das so? Ich habe ja gesagt, also ich lese so gut wie gar nichts, deswegen wundert mich das jetzt, ja. Ja, es gibt viele Gesichtspunkte, ja. Ich sehe das so, der andere sieht das so, ja. Ich weiß, wo wir herkommen. Also ich werde jetzt einfach mal Stellung nehmen. Ich weiß ja nicht, wer da so berichtet oder wer darüber schreibt, aber wenn es so ist, dann werde ich dazu was sagen. Ich weiß, wo wir herkamen. Ich weiß, wie viel wir ausgegeben haben. Ich weiß, dass die Hinserie sehr gut war. Ich weiß, dass die Rückserie nicht so gut war. Ich weiß, dass wir im Pokalendspiel stehen. Ich weiß, dass wir gesagt haben, wir wollen eine ruhige Saison spielen. Und jetzt muss man mir die Frage, oder ich stelle mal die Frage, ja, sehen Sie, habe ich recht, wie kommen diejenigen oder derjenige auf die Idee zu sagen, das ist jetzt hier Untergangsstimmung? Ja, also verstehe ich nicht, kann ich nicht nachvollziehen. Ja, wir müssen mal wissen, wo wir herkommen. Und von daher, diese Saison ist für uns persönlich eine gute Saison gewesen. Ich hoffe, dass das eine sehr gute wird mit dem Pokalendspiel. Und sollten wir es nicht gewinnen, ist die Saison trotzdem gut. Ja, also es gibt ganz andere Mannschaften, die wären in der Situation, in der wir sind. Und wenn alle an Bord sind, ist das gut. Wenn nicht, dann sieht man. Und es ist leider so, ich habe recht behalten mit dem, was ich in der Hinserie gesagt habe. Wir sind noch nicht so weit. Es geht schnell in der Bundesliga. Man kann schnell oben sein, man kann aber auch wieder schnell unten sein. Jetzt sind wir im Moment in der Rückrunde nicht so erfolgreich. Aber ja klar, das sind so Wunschvorstellungen des einen oder anderen, was ich auch akzeptiere. Aber diejenigen müssen auch akzeptieren, wenn ich das nicht so sehe. Herr Kovac, mal ganz direkt und kurz gefragt, wie sieht es denn bei Alex Meyer aus? Ja, der Alex ist inzwischen auf dem Platz, also jetzt nicht hier, sondern in seinem Reha-Zentrum, und er macht Fortschritte. Ziel ist es, dass er jetzt in der nächsten Woche zum Ende hin vor dem Leipzig-Spiel dann ins Mannschaftstraining einsteigt. Das ist der Kenntnisstand. Er intensiviert schon seine Trainingsarbeit, hat immer mal wieder ein bisschen Wehwehchen, aber das ist ja auch normal. Wir hoffen, dass er es schafft, ja, also das wäre ganz gut. Der Jesus kommt auch am Sonntag wieder zurück aus Spanien. Da werden wir auch schauen, wie das ausschaut bei ihm, ob die Muskulatur bzw. die Sehne inzwischen so gut verheilt ist, dass er ein ganz normales Mannschaftstraining wieder absolvieren kann und dann die nötige Fitness hat, um eventuell doch noch im Endspurt mit dabei zu sein. Ja, das gilt also dann auch für beide Spieler, wo ich sagen muss, dass Ordóñez und Medo jetzt auch wieder auf dem Platz sind, werden jetzt in der kommenden Woche, so ist es vorgesehen, dann wieder mit der Mannschaft trainieren. Da haben wir schon wieder 2 neue Spieler, beziehungsweise 4. Das ist ja sehr Wunschkonzert jetzt. Ja. Gut, läuft also wieder bei uns. Genau. Okay, alles klar. Ja, wie, wieder? Wie, läuft immer noch? Dann hoffen wir, dass es morgen sich so fortsetzt, und dann sehen wir uns morgen in Mainz. Ja. Wie bitte? Wer sind denn diejenigen? Komm, jetzt Finger hoch. Komm, mutig, auf geht's. Ja, ist ja klar. Okay. Ich schicke den Robby runter, der findet den bestimmt. Alles klar.